Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Wir befinden uns wieder zurück in der fünften Folge, glaube ich, war das. Ich habe ein bisschen zurückgespult. Alle alten Folgen habe ich jetzt in eine Playlist namens Fail getan, weil in der Folge nach der gestrigen konnten wir feststellen, dass wir es nicht geschafft haben, dass alle verreckt sind. So, also musste ich quasi neu laden und deswegen befinden wir uns hier wieder. Allerdings sind wir jetzt um viele Erfahrungen reicher und können das Ganze im Schnelldurchlauf mal ein bisschen machen. Hier haben wir unsere Skorpione getan, ne? Das Radio von Vic haben wir. Das ist gut. Und wir bemühen uns erstmal erfahrungsmäßig zu sammeln. Wir werden diesmal kein, wie heißen die nochmal, Sklavenhändler. Das ist mir auch ein bisschen zu blöd. Wir suchen erstmal das Haus, wo unser neuer Kumpane sein dürfte. Haben wir den Schlüssel schon von dem Hund? Nein, okay, perfekt. Sehr schön. So, sprechen wir mal mit ihm erstmal. Was können wir für dich tun? Ja, ist bald mein Freund. Wer ist wir? Geister seien mit mir, Freund. Sie seien überall. Manchmal sie sprechen. Was für Geister? Geister seien überall. Du komm mit uns. Großvater Knochen sprechen am meisten. Wer ist Großvater Knochen? Ihr starker Geist. Tragen große Ehre. Okay. Moment, redest du etwa von den Knochen in deiner Nase? Dicht bei ihm bleiben, dann leichter zu erreichen, Geist, darum er meistens sprechen. Ah. Kann ich noch was fragen? Will er viel wissen, reisen von großes Salzwasser bis ins Reich von beißenden Eidechsen. Okay, wie viel Kohle haben wir? Wir müssen ihn ja freikaufen, ne? 192, wie viel wollte sie dafür? Mein Name ist Maida Buckner. Ich kümmere mich hier um den Handel und um die Drinks. Ich dulde keine Wilden, die unser Haus durcheinander bringen. Also sei lieber vorsichtig hier, sonst wird's dir wie Skalker gehen. Was willst du? Ich habe einige Fragen an dich. Fragen? Dann schieß los. Meine Arbeit erledigt sich nicht von selbst, wenn ich hier mit dir rumquatsche. Erzähl mir von Sulik. Sulik ist ein Wilder, der hier arbeitet, um Schulden abzuarbeiten, die durch seine eigene Dummheit entstanden sind. Er ist kein Sklave. Es gibt keine Sklaven in Klamath. Schulden abbezahlen? Was meinst du damit? Das war so. Eines Nachts hat sich Sulik ziemlich aufgeregt und hat zu viel getrunken. In diesem Zustand hat er dann das ganze Haus kurz und klein geschlagen. Der Schaden hat fast 500 betragen. Ich lasse das Ganze gerade reparieren. Warum hat er sich so aufgeregt? Er sagt, er hatte gerade herausgefunden, dass seine Schwester von Sklavenhändlern entführt worden war. Wenn du mehr wissen willst, musst du ihn selber fragen. Er bleibt so lange hier, bis er den Rest des Schadens ausgeglichen hat. Wie viel muss er abzahlen? Er muss noch 350 abzahlen, das heißt, wir brauchen noch knapp 150, ne? Wenn er nicht so faul und träge wäre, wird's schneller gehen. Er geht erst, wenn seine Schulden ganz abbezahlt sind. Das ist eine ganze Stange Geld. Ich schätze, er wird noch eine Weile hier arbeiten. Was wäre, wenn jemand anderes Sulik's Schulden zahlen würde? Ich wüsste nicht, warum jemand anderes seine Schulden zahlen sollte, aber das wäre schon möglich. Die Rechnung beträgt $350. Ich weiß gar nicht, ob das gut wäre. Er wird ja doch nur wieder in Schwierigkeiten geraten. Tja, er ist sicher glücklich, dass er für euch arbeiten darf, aber ich will seine Schulden trotzdem zahlen. Ich finde, niemand sollte auf diese Weise gefangen sein. Okay, wenn du wirklich für den Schaden zahlen willst, den er angerichtet hat, ich schätze, ihr Wilden haltet wirklich zusammen. Ja, das werde ich, wenn ich genug Geld habe. Okay, ich komme zurück, wenn ich mehr habe. Sehr schön. So, wen haben wir noch hier? Mit dir können wir nicht reden. Oh. Hallo, mein Name ist Ardin Buckner und dieser Laden gehört mir. Du hast nicht zufällig einen Fallensteller namens Smiley außerhalb der Stadt gesehen? Halb zu sich. Er ist schon zu lange weg. Ich hatte diesen Idioten, ich hätte dieser idiotischen Suche niemals zustimmen sollen. Smiley? Nein, ich habe keinen Fallensteller getroffen, der so heißt. Erzähl mir von ihm. Naja, Smiley und ich haben es wirklich ernst gemeint. Ich dachte, ich hätte ihn endlich doch überzeugt, sich hier niederzulassen und mir bei meinem Geschäft zu helfen.
Aber er sagte, er müsse sich ein letztes Mal auf die Suche machen. Die Suche? Naja, er nannte es eine Suche. Er sagte, er wisse, wo all die goldenen Geckos herkämen und wollte sicher gehen und wollte einfach sicher gehen. Er meinte, es sei eine Art magische Quelle oder so. Wie eine verborgene Höhle oder ein Bunker. Oh, ein Bunker. Jetzt wird's doch interessant, Freunde. Ich weiß nicht mehr genau, was er alles gesagt hat, aber er konnte es kaum erwarten zu gehen. Ich hatte ihn nicht gehen lassen sollen. Er ist schon 2 Wochen länger weg als geplant. Ich mache mir wirklich Sorgen. Okay, ich würde gern helfen. Oh, vielen Dank. Ich werde auf der Karte markieren, wo er suchen sollte. Ich hoffe wirklich, dass du ihn findest. Er ist niemand Besonderes, aber ich liebe ihn immer noch und vermisse ihn sehr. Als ich es für möglich gehalten hätte. Bitte finde ihn. Ich werde tun, was ich kann. Ich rate dir, keine Dummheiten zu machen. Was willst du? Darüber solltest du mit meiner Tochter Maida sprechen. Achso, okay, werde ich tun. Ich möchte etwas kaufen. Ich bin hier nur für die Zimmer zuständig. Wenn du etwas kaufen oder Tochter Maida, okay, vielen Dank. Sprechen wir erstmal mit ihr. Tauschen. Wie viel Gold hast du, Madame? Sehr schön. Ich versuche jetzt einfach mal die letzten paar Dollars zusammenzukratzen. Ich könnte quasi die Waffe verkaufen, aber das wäre mir doch ein bisschen zu blöd. Ich meine, das ist ein Rohrgewehr. Bitte dich. Gegengift. Komm, das hat bestimmt Wert, oder? 122, sehr schön. Die ganzen Stäbe hier noch verkaufen. Reicht das schon? Nee, das reicht noch lange nicht. Heilpulver? Das reicht, okay. Dann gib mir mal 162. Okay. Habe ich aber keine Schlagwaffe für ihn, ne? Egal, der wird seine eigene Waffe haben. Okay, bieten. Sehr schön. Meine Frage, Sulik, Schuldner bezahlen, total aufgeregt, wie viel kostet, bla bla. Wenn jemand anderes, es gefällt mir nicht. Ja, das werde ich, ich habe genug Geld für den Schaden zu zahlen. Du bist verrückt. Ich bin wirklich froh, dass dieser verdammte Wilde endlich von hier verschwindet. Naja, ich glaube, Sully könnte das alles hier sogar irgendwie vermissen. Aber wir kommen wieder und besuchen euch, ganz sicher. Aber im Augenblick baue ich erst mal etwas. Okay. Okay, Sully. Wir seien hier. Erzähl mir von dir. Hör gerne antworten. Würdest du gerne mitkommen? Im Laufe der Reise finden wir vielleicht auch deine Schwester. Wir seien da. Knochen sagen mit dir, wir vielleicht finden Schwester. Das will ich hoffen. Es wird in jedem Fall nett sein, mit dir und dem Knochen deines Großvaters zu reisen. Nicht nur Großvaterknochen, alle Geister von Stamm. Knochen nur klüger und stärker. Langsam, wir sollten losgehen. Okay. So. Ausgerüstet mit Zulik. Ausgerüstet mit Zulik, danke. Zulik? Ach, du bist einfach nur ein bisschen langsam. So. Sehr schön. So. Das war Schritt 1 von dem Wichtigen, was ich unbedingt machen wollte. Von Anfang an den Partner, der irgendwo hinläuft. Kannst du irgendwie schnell laufen? Egal. Bevor wir jetzt hier weitermachen, speichere ich einmal kurz ab. Ich weiß nicht, war das die Gegend, wo es ausgefallen ist. Grad der Gewalt machen wir mal keine. Dann haben wir auch kaum Bugs. Weil ich habe gelesen, dass da die meisten Bugs entstehen, wenn man die Gewalt hochsetzt. So. Jetzt wären wir ja in diesem Bereich. Moment, ich bin hier noch gar nicht fertig. Wir hatten doch noch hier mit ein paar Leuten zu sprechen. Stimmt ja, ich habe ganz vergessen, dass wir hier nur mit ganz vielen Leuten sprechen müssen. Waren wir hier schon durch? Du. Ah, wie geht's, Fremder? Ich bin Whiskey Bob. Wie heißt du? Mein Name ist Zero. Schön, dich kennenzulernen, Whiskey Bob. Es ist immer nett, noch einen Saufkumpan zu finden. Willst du mir einen Drink spendieren? Vom Reden bekomme ich immer Durst. Klar, Bob, mache ich gerne.
Hallo, mein Freund. Willkommen zurück. Ah, Whisky Bob, hallo. Bist du bereit, über Drinks und Geschäfte zu reden? Klar, Bob, reden wir über Drinks und Geschäfte. Ich glaube, ich habe kein Geld dafür, deswegen. Kann ich mir gerade nicht leisten. Naja, Mister, vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal wieder in der Gegend. Oh, brauche ich noch Geld für einen Drink? Dem würde ich ja echt gerne reden. So. Tauschen. Verkaufen wir noch einen von dem. So. Oh, ist das so traurig. Könnte auch die Leute beklauen, ne? Stimmt, weißt du was, wir behalten das Heilpulver. Scheiß drauf. Wir fangen erstmal an zu klauen. Wir werden versuchen, dieses Spiel besser zu meistern als beim letzten Mal. Das war scheiße. Beim letzten Mal, ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal einfach zu eilig, weil ich ja den Release von Fallout 4, der stand so kurz davor, dass ich echt Panik geraten bin, dass ich das Spiel nicht schaffe. Und das war ein Fehler und das will ich nicht machen. Ich werde jetzt einfach ganz gemütlich hier durchs Spiel gehen. Ist mir egal, ob Fallout 4. Hallo, ich wollte dich beklauen. Kommt. Dann spielen wir halt Fallout 4 und Fallout 2. Wo ist das Problem? Ich sehe da keins. Natürlich nichts. Dann beklauen wir ihn mal. Stehlen. So. Können wir das easy machen? Ja. Nehmen wir mal so ein Bier mit und die Münzen. Das kannst du gerne behalten. So, klar, Bob. Mach ich gerne. Ah, danke für den Drink, Partner. Jetzt ist meine Kehle angefeuchtet. Kann ich dir wohl ein kleines Problem anvertrauen? Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Oh, das ist gut. Probleme löse ich sehr gerne, weil ich die Erfahrung sehr gerne nehme. Wie kann ich dir weiterhelfen? Tja, weißt du, ich habe noch ein kleines Nebengeschäft, für die ich Unterstützung bräuchte. Außerhalb der Stadt habe ich eine Schwarzbrennerei, in der ab und zu eingeheizt werden muss. Seit mich ein Gecko ins Bein gebissen hat, schaffe ich es nicht mehr rauszugehen, bevor das Feuer ausgeht. Wenn ich dir sage, wo sie ist, würdest du dann neu anzünden? Das wäre mir $50 wert. Hört sich gar nicht schlecht an, erzähl mir mehr drüber. Du musst nur nach einer kleinen Hütte südlich der Stadt suchen. Da gehst du rein und legst etwas Feuerholz in den Destillator. Dann kommst du wieder hierher zurück und bekommst das Geld. Aber du musst es morgen erledigen. Sonst wird mein Schnaps schlecht. $50 scheint mir nicht gerade viel für diesen Job. Guter Versuch, aber mehr als 50 ist nicht drin. Okay. Du musst nur nach einer kleinen Hütte südlich der Stadt suchen. Ja, legst etwas Feuerholz in den Destillator, dann kommst du wieder hier zurück und bla bla bla. Aber du musst es morgen erledigen. Sonst geht der Schna wird der Schnaps schlecht. Okay. Das hört sich ziemlich einfach an. Okay, ich werde es machen. Du machst es super. Aber vergiss nicht, du musst es bald machen, sonst wird mein Schnaps schlecht. Vielen Dank. Wir sehen uns dann bald wieder. Kein Problem. Wir sehen uns morgen. Okay, dann gehen wir da wohl als erstes hin, ne? Südlich der Stadt ist das hier wahrscheinlich. Haben wir ein paar Geckos und da ist die Hütte. Was bist du denn für ein Riesengecko? Okay, wir müssen die Geckos erstmal verprügeln. Holy shit! Der rennt aber hin wie so ein Kranker, ne? Toll, danke, Sulik. Danke einfach noch. Ich nur einmal zu schlagen. Okay, mit Zulik dürfte das alles ein bisschen leichter werden. Ich meine, guck dir das an. Der liegt am Boden. Nee, der ist tot sogar. Hat aber leider nichts gut. Das wird das ganze Spiel erheblich erleichtern. Ich darf einfach nicht so ein scheiß Sklavenhändler werden. Dieser Sklavenhändler hat mir alles versaut. Konnte nichts mehr machen.
Nimm dies. Ach, das war ja gar nicht mal so schlecht. Nimm dies. Alter Schwede, bin ich gut. Oh, jetzt würde ich schlagen. Aber er hat verfehlt. Und ist jetzt sogar tot. Alter. Ich würde sagen, das ist ein Lauf. Level... Oh, wow. Was für ein Lauf habe ich denn? Krass, okay. Mit diesem Bonus erhältst du tatsächlich eine gute Auffassungsgabe, da du mit jedem Level 5%, wenn du Erfahrungspunkte sammelst, ja, dann hast du am besten früh von gebraucht. Gut, machen wir das. Okay, kleine Waffen. Wir werden kleine Waffen und Energiewaffen machen, ne? Kleingeschütze? Waffenkleingeschütze? Raketenwerfer, Flammenwerfer. Das heißt, alles, was so groß ist, wahrscheinlich. Deswegen werden wir große Waffen nicht machen, was echt schade ist, weil ich da einen Punkt drauf gesetzt habe. Naja, gut. Was soll's, wir gehen hier erstmal auf 100%. So. Dann machen wir Dietriche. Die Fähigkeit, Schlösser ohne richtiges Werkzeug zu öffnen. Die Verwendung mechanischer oder elektronischer Dietriche steigert diese Fähigkeit erheblich. Ganz wichtig hier reinsetzen. Dietriche stehlen kleine Waffen. Energiewaffen. So sieht's nämlich aus. Das ist unser neuer Plan. Doch, der hat mich auch früh gesehen. Aber wie er bis da hinten hinrennen kann, was zum Teufel? Er hat einfach krass viel AP, ne? Und wurde getötet. Boah. Der Typ macht hier alles alleine. Ich bin richtig glücklich, dass ich den habe. Wie einfach das jetzt alles wird. Und ich glaube, wir werden auch ein bisschen schneller vorankommen jetzt. Ich denke mal, wir werden in 4-5 Folgen schon wieder so weit sein wie gestern. Von daher. Aber Sulik ist ein bisschen langsamer, ne? Der muss eigentlich laufen. Ah, nur ein Trefferpunkt. Ah, easy going. Und ich treffe gar nicht. Aber wir haben ja Sulik. Der macht das schon. Wie wär's mit deiner Waffe? Schlägt denn erstmal. Ach so, für die Waffe hat es wahrscheinlich nicht gereicht. Deswegen hat er die Faust benutzt. Wieso treffen wir diese Ratte hier nicht? Na endlich. Tot? Ja, er wurde getötet. So, die kannst du nicht irgendwie schneller? Kann ich dir nicht sagen, dass du schon rennen sollst? Was du wollen? Welchen Abstand sollen wir halten? Bleib in meiner Nähe. Ja, du brauchen uns in deiner Nähe. Läufst du mir jetzt hinterher? Ja, jetzt läuft er mir. Wunderschön. So, da kommt das Biest. Verpassen wir mal gleich eins. Bam! Bam! Krass. Okay, wir haben da noch ein Gecko. Da hinten müssen wir noch hin. Ich nehme alle Gegner mit, die ich kriegen kann. Dürfen wir keinen am Leben lassen. Wo ist er hin? Da, der war außerhalb der Map. Nimm dies. Und dies. Wie er erstmal mit der Faust zuschlägt. Na komm. Ja. Sehr nice. Ich werde auf jeden Fall mit dem nächsten Level werde ich ein bisschen in Stehlen reinpacken und dann werden wir alles Mögliche beklauen. So sieht es nämlich aus. Ich lasse mich hier nicht verarschen von diesem Spiel. Nee. Wir werden das jetzt ganz gemütlich angehen. Kommt der soweit? Unser Sulik? Weit er laufen kann.
War klar, dass ich angegriffen werde. Aber es trifft mich nicht. Ich bin zu gut für dich. Ah. Ja. Guckt euch diesen Bastard an, wie krass drauf der einfach ist. Taktisch, Freunde, taktisch. Okay, ich würde sagen, wir ziehen uns mal kurz Heilpulver rein. Weil wir gehen jetzt hier zu diesem Dicken. Da werden wahrscheinlich zwei auf uns lauern, ne? Ja. Sulik dürfte soweit laufen. Hey, nur der Kleine greift an. Okay, ja, doch nicht. Wir müssen aufpassen, dass Sulik nicht stirbt. Jetzt töte ihn. Wurde getötet. Saubere Sache. Okay, umzingeln wir ihn. Mobbingkreis. Oh, jetzt greift er mich an. Der macht voll viel Schaden. Guckt euch diesen Bastard an, Alter. Ich wünschte, ich könnte so viel Schaden machen. Wieso sind die Begleiter stärker als ich? Ich meine, bei Fallout 1 war es ja genauso. Aber am Anfang sind die immer stärker, am Ende nicht mehr. Der ist immer noch nicht tot. Okay, Heilpulver, Heilpulver, Heilpulver. Wir beklauen gleich erstmal die Stadt. Oder morgen. Nee, gleich. Dürfte noch reichen die Zeit, ne? Sauber ist tot. 190 Erfahrung. Das war falsch. Figur. Ja, nicht mehr viel und dann haben wir schon das nächste Level. Wunderschön. Gehen wir erstmal hier in diese Hütte rein. Wo ist die Tür? Da. Feuerholz. Und du bist der Destillator? Okay, hört sich so an, als ob der Schnaps jetzt gut destilliert wird. Du gewinnst 100 Erfahrungspunkte für das Anfeuern des Destillators, okay. Ach, da ist noch einer. Wie er einfach voranläuft. Ja toll, und ich werde angegriffen, oder was? Greif doch Sulik an. Harte Nummer, Sulik. Harte Nummer. Boah. Okay, gehen wir hier raus. Das hat ordentlich Erfahrung gegeben. Das ist sogar richtig gut. So, gehen wir zum Dude zurück. So, 50 Dollar. Okay, ja, erzähl mir, was Neues in der Stadt gibt. In letzter Zeit ist hier ziemlich viel passiert. Verstümmelungen von Brahmin, wandelnde Geister, gigantische Ratten und verschwundene Leute. Manchmal meinen sogar die Leute, aus denen haben eine Hand... Was? Manche meinen sogar, die Leute aus denen haben ihre Hand im Spiel. Ah, okay. Erzähl von den Verstümmelungen der Brahmin. Man sagt, dass Wesen, das wie riesige, menschenartige Wanzen aussehen, mit Panzer und... So, nachts die Brahmin verstümmeln. Übrig bleiben damit dann die aufgeschlitzten, schrecklichen, verstümmelten Brahmin-Kadaver. Das hört sich ja furchtbar an. Das waren die Skorpione, ne? Ein paar Leute, die haben die Wanzenmänner gesehen. Aber Thor, der Bogner-Junge, ist ihnen wirklich nahe gekommen. Bei dem Anblick hatte er fast den Verstand verloren. Und davon hat der arme Kerl ja eh nicht allzu viel. Unglaublich, ich muss noch etwas anderes fragen. Erzähl mir von den wandelnden Geistern. Westlich der Stadt gibt es einen Canyon. Vor ein paar Monaten schien darin ein helles Licht. Seitdem hört man, ab und zu schreckliche Schreie,
Aus dem Canyon. Brahmin, die dorthin gehen, kommen nicht mehr zurück. Jeder hat Angst, dem Canyon zu nahe zu kommen. Ach, das waren die Enklave, die wir gesehen hatten, ne? Da gehen wir ja auch nochmal gleich hin. Ja, sicher. Ein Zeichen von Geisterheimsuchung. Wenn ihr nur einen kompletten Schamanen hättet, erzählt mir noch was. Gigantische Ratten, darüber will ich mehr hören. Naja, außerhalb der Trapperstadt, westlich der Stadtmitte, gibt es ein Gebiet, das von Ratten überrannt wird. Je weiter raus du gehst, desto größer werden sie. Manche behaupten, es gäbe einen riesigen Rattengeist, der sie alle führt. Einige der Fallensteller wollen sogar abhauen. Sie sagen, es sei zu gefährlich. Fallensteller, die von Ratten vertrieben werden, erzähl mir was von den anderen Sachen. In letzter Zeit ist hier ziemlich viel passiert. Verstümmelung auch so, klar. Den kennen wir. Verschwundene Leute. Verschwundene Leute? Erzähl mir mehr davon. In letzter Zeit sind einige Leute verschwunden. Ein Händler namens Vic, der sich auf Vorkriegswaffen spezialisiert hat. Und einer unserer besten Fallensteller. Okay. Kennen wir die Quest, ne? Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die anderen Räume und gucken, ob wir da noch ein paar Aufträge rausholen können. Das haben wir beim letzten Mal gar nicht richtig gemacht, ne? Alle Leute zu befragen. Ist hier überhaupt jemand? Wenn nicht, klauen wir erstmal das hier. Messer, sehr schön. Fallobst. Und Leuchtding ins Kirchens. Das dazu. So, kurz abspeichern. Und dann beklauen wir den Kollegen. Hallo Reisender, ich bestehle dich. Kann nicht schaden. Erfahrung for free, auch wenn es nur 10 sind. Oh, ein Stimpack. So, ich will nur den Stimpack haben. Mehr will ich nicht. Bis wir nicht komplett reich an Stimpack sind, werden wir wohl alles Mögliche beklauen, was uns so in die Quere kommt. Da ist noch ein Bücherregal. So, Kugeln und Kanonen. Sehr schön. Wasser nehmen wir mit zum Verkaufen. So, benutzen. Das dürfte uns auch ein bisschen geheilt haben. Oder auch nicht. Ist auch egal. Noch sind wir nicht bei den Ratten. Noch ist es nicht wirklich wichtig. Ah, das kennen wir. Gehen wir doch mal hier durch die Metalltür. Was haben wir denn hier so Schönes? Was? Okay, okay. Bei Fallout 1 war das noch nicht so, dass wir entdeckt wurden, wenn wir irgendwie Bücherregale auseinandergenommen haben. Gut, dann tun wir es halt nicht. Kann niemand wissen, dass die so pissig werden. Aber die haben ja noch einen zweiten Raum, wo wir reingehen können. So, es gab doch die Möglichkeit, schnell zu speichern, ne? Waffelter, Kampfwaffe, Zielmarkierung, Grad der Gewalt. F1, nein, F2, F3, F4, Spiel speichern. Das war einfach nur normal speichern, naja. Aber wenn wir zum Beispiel F4 drücken und Enter, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Spiel laden. Eintrag für Schnellspeichern auswählen. Sehr schön. Okay. Was ist das denn? Oh, du hältst lieber die Klappe, wenn du keinen Ärger willst. Okay, tut mir leid. Will nicht mit dir reden. Hallo, bist du hier, um etwas gegen unseren weltberühmtes Dunton-Dorffleisch einzutauschen? Okay. Seit wann ist er freundlich? Weiß nicht, das hat nie etwas gebracht, ne? Heilpulver ist schon mal gut. Nimm doch mal die ganzen Objekte.
Die ganzen Objekte. Den kriegst du. Das Messer behalten wir mal. Das geben wir mal. Obwohl Sulik braucht das nicht, ne? Ich weiß nur nicht, was besser ist. Okay, dafür möchte ich gerne 4 von denen haben. Und dein restliches Geld. Das gibt uns 69, ne? Ach, er hat nur 64. Pups. Was, wenn wir einen zurücklegen? Okay, dann kannst du 6 wieder haben. Ich bin geizig, Freunde. Ich schenke hier niemandem mehr was. Gut. Sehr schön. Die Frage ist... Mist, die sehen es. Wollt ihr nur wissen, was hier drin ist? Ah, diese Schnellspeichern, das kann echt hilfreich sein, ne? Verschlossen. Na gut. Gut, Freunde, das war's für die 5. Folge, glaube ich. Ich weiß nicht, ich guck gleich nochmal nach, welche Folge es genau war. Und damit haben wir alles ein bisschen resettet, um das Ganze zu schaffen, weil wir es das letzte Mal verkackt haben. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen, ganz entspannten Folge. Keine Hektik. Haut rein, euer Zero. Tschüss.